So. Stop, stop, stop. Fortsetzen. Hi, YouTube-Menschen. Na super. Aber wir haben schon alles oben. Sehr gut. Hallo YouTube-Menschen, ich bin's, euer Odo. Und ich habe jetzt noch einmal nachspielen müssen, weil offensichtlich das Spiel nicht gespeichert hat bei dem Fortschritt, den wir gemacht gehabt haben. Was ich nicht gut finde. Das können wir euch nochmal anschauen, wenn ihr wollt. Unbedingt. Auf dem Steam-Ding. Außerdem sieht man zurzeit mich nicht, weil ich einfach strange ausschaue zurzeit. Okay, gut. Okay, wir brauchen den Code für das Telefon. Wir können da einen Code eingeben. Einen vierstelligen PIN. Und zwar sollen wir das mittels dieser Sachen hier schaffen. PIN-Karte. Schauen wir uns mal die PIN-Karte an. Was steht da drauf? Der SIM-PIN ist 1111. 1111. Make sure to change it. Okay. Offensichtlich hat das gechanged, weil 1111 funktioniert nicht mehr. Das haben wir schon ausprobiert letztens, glaube ich. Das heißt, wahrscheinlich steht der Code irgendwo da drauf. Wir haben hier 9535. Ist das 9535? Lesen wir das mal so. Ja, 9535 ist eingeringelt. 0058, 3988, 542. Und 542 ist rot. Und 543.1 ist ja gar nicht 543 und 4436 whatever. Das soll helfen. Und da haben wir noch was. Da haben wir Telefonnummern, die funktionieren würden. Noch mehr Telefonnummern. 7063 0198. Wir haben Daten August 29 wäre 2908, glaube ich. Oder nein, 0829 im amerikanischen. 95, meine Güte, das Ding ist jung. Blackwell Academy Student Information Sheet. Ich muss mal, was wir da bei Lesen finden. Ja. 7063 1010 8603. Puh. Whatever. Keine Ahnung. Ich sehe da überhaupt keinen Zusammenhang zwischen diesen Zahlen. Wir müssen einen Zusammenhang zwischen den Zahlen hier und den Zahlen auf dem Zettel finden, wahrscheinlich. Auf diesem Papierfiezel-Ding. Ich könnte natürlich eins meiner Kinder schicken und im Internet nachschauen, was für eine Zahl wir brauchen. Kinder, können Sie mal schauen, was der Telefoncode von Nathan Prescott ist bei Life is Strange? Ich will das nicht selber lösen. Wie sagen, ich kann es nicht selber lösen. Vielleicht könnte ich es selber lösen. Vier Einser ist es wahrscheinlich nicht. Vier mal die vier? Hm. 44, 36 könnte es sein. Ich könnte natürlich einfach alle ausprobieren. Ich weiß nicht, ob das Ding irgendwann mal total gesperrt ist, wenn man es zu oft ausprobiert. Normale Telefone sind einfach gesperrt irgendwann einmal. Ha, wir könnten es dreimal ausprobieren und dann den PUC eingeben. Wir haben den PUC. Probieren können wir es ja mal machen. Zumindest beim normalen Telefon funktioniert das so. Und sperren. Vierundvierzig, sechsunddreißig haben wir gesagt, gell?
Nein. Ich weiß nicht, sag's mal. Okay. Was hast du? Ups, bad code. Bad code? Na gut, versuchen wir einen anderen. Was haben wir da noch gehabt? 0058. 5431. Oh, 5431. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. 0829. Ah, das habe ich sogar gesagt. Bist du wahnsinnig? Bin ich dumm? Das wäre sein Geburtsdatum. Ha, geschafft. Ich hätte tatsächlich seinen Geburtstag versuchen sollen. Habe ich das nicht letztens versucht? Habe ich vielleicht 2809 2908 gemacht? What up? Meet the G. Okay. Cool. Bitch, you sold me water, asshole. Calm down, bring it to me. Bringing it. Stay away, pigs on the beach. Okay. Ja, ich glaube, er meint damit Polizisten. Yes. This is home. All about Nathan trying to score for the Vortex Club party. Mm-hmm. Not a party tonight. Home. On the way. Load the bowl. Nathan was jonesing hard the night of the party. Hey, I need to score. I don't make house calls. You have a car? No time. Charge me double. Damn right. Have cash on you. No fucking around. Give me the address. I called to give you the exact directions. In transit. Get that money out. Drug dealer drama. You up, bro? No shit. What you need? Peruvian flakes. Kidoo acid. You're paying night prices. Don't make me wait. Sorry for being a dick. Need more stuff. You home? Yes, don't come. Fuck off. Okay. God, Nathan. You're out of control. Now, calm yourself, you tweaking. Soon, hook a brother up, please. Meet Beach, be cool this time. So it was you. Keep your smart mouth now shut about everything. Now I can officially call you a psycho stalker. I'm coming for your ass. I know your way. And I know where you sleep. Is this from Nathan's father? That's brutal. Please do not contact me at work. I've told you this before, and being high is not an excuse anymore. This is a business, not just a hobby. You want me to treat you like an adult who can get things done on his own? Impress me. I'd like nothing more than to be proud of you. I'm not there yet. Okay. Ah, das ist jetzt von seinem Vater offensichtlich. Okay. Okay. Was jetzt? I can see you know how to rock that big board. Na dann, untersuchen wir das mal. Take a breath, Max. Okay, go wir müssen das jetzt... data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Okay. Das heißt, wir müssen uns das jetzt alles anschauen. Beach. 2 Gramm of Molly. Quarter pound of weed. Oh mein Gott. Ugh.
Was ist das? Mist. Ich sollte vielleicht auch mal daher schauen. Aber sicherheitshalber ist keiner da drinnen. Das heißt, ich muss auch auf niemanden reagieren. Okay, passt das schon. So. Ich denke, sie cool. Okay. Nö, das nicht. Muss irgendwas mitten in der Nacht gewesen sein. Also das zum Beispiel. You up, bro? Oh shit, what you need? Flex, Kido, Ace it. Paying night prices, don't make me wait. Okay, also das ist wahrscheinlich das, was wir hier brauchen. Gut, dann. So mitten in der Nacht. 10 pm. Nö, wow, Hilfe. 10 pm, nö. 5:40 pm, nö. Three ten a.m. Ah, das klingt gut. 2 gram of cocaine. Klingt ein bisschen wenig, oder? Schauen wir mal, was das sonst noch ist. 3:50 pm, nee. Then 50 p.m. Ne. Eleven p.m. Ah, warte mal, das ist das Ding. So, this infamous party was the 4th. 4. Oktober? Okay. Ist das das jetzt? Das ist der 7. Oktober. Gibt es irgendwas am 4. Oktober? Am 30. 9. Da ist der 4. Oktober. 5:40 pm. Das ist für die Party gewesen. Boondocks, das ist 4. Oktober, 11 Uhr. Also wenn wir die suchen müssen, wo die Kate mitgenommen hat, dann wahrscheinlich das hier. Dann heben wir diese Auswahl auf und schauen wir noch die anderen auch an. Das ist alles am 7.10. Das ist der 4.10. Das ist am 4.10. um 5. Und das ist auch am 4.10. am Abend. Hey, I need to score as soon as possible. Don't make house calls. We have a car, no time. Charge me double. Okay, das ist das. Ist es. Gut, so, Fotos. Was haben wir da? Puh, bist du irre. Wahnsinn. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? Zehn, drei, dreizehn. 3.10.2013, nehme ich mal an, ist das. Nein.
That beach is like Franks main office. Nein, aber das ist 2.10. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. 5.10. Somebody is stocking up on gas. Why? Da haben wir den 4.10. dabei um 9:54 Uhr. Oh, das klingt schon mal ganz gut. Schauen wir mal, was Besseres finden. No doubt that Nathan stays in his dorm room. So, he could be hiding clues there too. Aber nicht zu der Zeit, wo wir ihn brauchen. Okay. Da. Not much out there. 4.10.10:56 Uhr. Na, schau da was an. Das klingt gut. Oh, that has to be the Prescott estate. Yep, mal schauen. Poor rich Nathan. If Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would fry his ass. Mhm. Okay, das heißt wahrscheinlich da in diesem Ding, weil wir haben da am 4.10. um 10.56 Uhr war er dort. Klingt gut. Wahrscheinlich hat er oben das Ding getroffen. Chloe, this is definitely the place. Let me pick up some more clues here. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. Just a shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Ja, wir haben es gefunden. Wir sind gut. Somebody named Harry Aaron Prescott. Tja. I'm shocked. Es gehört alles in Prescott. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. Mm-hmm. We can't trust anybody except each other. Mist, ich habe kein Wasser mehr zum Trinken. We have to go out to that farmhouse by ourselves. Irgendein Kind? I was afraid you'd say that. Können Sie mir Wasser bringen? We can't call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. Gott sei Dank habe ich nicht gehört, was mein Sohn auch jetzt darauf geantwortet hat. We're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. Wir werden Rachel finden. In dieser Scheune. My power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Könnten wir das bitte zumachen und abdrehen? Jeder, der da reinkommt, kann das lesen. Das ist ein bisschen so wie bei einigen Lehrern, die nicht ausloggen aus ihrem Computer. No trespassing. Das heißt, wir dürfen da nicht rein. Ach nee. Mehr Filmsequenz. Holy shit, this also, wir haben auf jeden Fall den Ort gefunden, wo irgendwer irgendwann war. Wir haben es geschafft. Aber ich fürchte, wir finden Rachel noch nicht, weil wir sind erst in Episode 4. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Okay. Ja, an dieser Stelle werden wir bei YouTube wieder aufhören, weil ich sollte kürzere Folgen machen und um ehrlich zu sein, lange halte ich das eh nicht aus. Also höre ich jetzt mal auf. Ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Habe ich jetzt überhaupt aufgenommen auf YouTube? Vielleicht. Ansonsten, ja, bis dann.